Ich habe jetzt eine Frau aus der geistigen Welt und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Gipsbein. Also, das ist, was hier abgeht immer, ey. Wartet mal. Also, das heißt jetzt nicht, dass sie mit Gipsbein gestorben ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Es könnte sein, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es jetzt irgendein Part aus ihrem Leben, wo sie ein Gipsbein hat. Übrigens auch rechts. Also, das ist rechts. Genau. Das andere rechts. Das andere rechts. Das, was sie mir aufzeigt von ihrem Naturell, ist, dass sie jemand ist, der wirklich kaum still sitzen konnte. Also dieses mit diesem Gipsbein. Also es fühlt sich auch so an, als ob sie da irgendwie umgeknickt ist. Also sie ist irgendwie blöd gelaufen. Und dass sie wirklich Probleme hatte. Ich habe ja noch keine Ahnung, welche Familienzugehörigkeit, aber wir werden es jetzt rausfinden, ja. Und es ist auf jeden Fall, ist es so ein Gipsfuß, wo man so drauf laufen kann, halt mehr schlecht wie recht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist das die Mutter? Genau, super. Ihr müsst jetzt mit mir interagieren, ja? Beides mal Mutter? Okay, ihr dürft mal euren Ton anmachen, ihr zwei Schnuggel. Ihr versteht auch, dass sie auf so eine Nummer gar keinen Bock hat? Ja. Ja. Wichtig ist, dass ihr schnell reagiert, weißt du, weil je schneller kann ich in dieser Energie bleiben. Ihr müsst euch das, dass sich das hier aufbaut. Was mir das deutlich zeigt, ist, dass sie wirklich keine Lust hatte, irgendjemandem zur Last zu fallen. Das war nicht ihr Thema. Sie ist jemand gewesen, der, ich will jetzt nicht sagen, dass sie unabhängig gelebt hat. Also wenn ich das mal so mein Leben angucke, ja, so hat sie, glaube ich, nicht gelebt. Aber sie wollte nicht in einer Abhängigkeit sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Schlimmste, was ihr passiert, was sie überhaupt nicht wollte, ist wirklich zum Schluss in irgendeinem Pflegestadium dahin zu vegetieren, das hätte sie überhaupt nicht gewollt. Ja. Sie sagt mir, das habe ich gut hingekriegt, das war auch so nicht. Ja. Ich glaube, sie war nicht immer einfach, aber für mich hat sie einen sensationellen Humor. Ja. Also, es ist stimmt. So, als ob sie wie Witze macht, die erstmal keiner versteht. Ich glaube, sie konnte in ihrer Art und Weise auch sehr direkt sein. Mhm. Und mit dieser Direktheit kommt auch, dass es nicht immer einfach mit ihr war. Weißt du, sie ist jetzt mit so ein bisschen gesenktem Kopf und sagt, naja, ja, so war ich halt, weißt du, so. Es fühlt sich halt auch so an, als ob es mit dir nicht immer einfach war. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ihr wart wie Freundinnen, auf der anderen Seite muss es aber auch Parts und Teile gegeben haben, wo du gedacht hast, was genau geht heute? Hast du dich gefragt, ob sie zum Schluss gelitten hat? Weil die Antwort ist nein. Okay. Also sie meint dann den Übergang, ne? Das ist das, was sie gerade gesagt hat. Ich habe auch das Gefühl, mit ihrem in der geistigen Welt sein, sehe ich eine 3. Jetzt kann es sein, dass es 3 Jahre sind. Es kann aber auch sein, dass die 3 im Todesdatum ist, im Monat ist, im Jahr ist oder in der Uhrzeit. Also irgendwas hat die 3 mit diesem Tag zu tun oder um sie rum zu tun. Das, wie gesagt, du hast ein Band, du kannst nachher gucken. Verstehst du, dass sie mir ein Grab zeigt? Verstehst du, dass sie mir das Grab zeigt oder dass sie mir ein Grab zeigt? Ja. Und ich habe das Gefühl, also wenn du dahin gehst, zeigt sie mir auch auf, dass du dich darum kümmerst. Aber sie zeigt auch auf, dass du weißt, dass sie da nicht ist. Ja. Aber wenn du dahin gehst, latscht sie mit dir dahin. Und weißt du was? Sag mal, du machst das Grab nicht, ist das richtig? Sondern ja. Jemand anders pflegt das. Urforst. Ah, okay. Weil ich habe das Gefühl, sie findet, dass es manchmal so durcheinander aussieht. Verstehst du das? Nee. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das anders kriege. Nicht, dass sie es nicht liebt, verstehst du? Aber ich habe das Gefühl mit ihrem Grab, als ob es, wie soll ich das sagen? Es geht nicht darum, dass es sortierter ist, aber es ist, ja, wie sie halt so war. Sie hätte es lieber geradlinig, verstehst du? So nach dem Motto, das ist Maron. Da, es ist nicht genug gepflanzt, gedönst dran. Es war, ist keine negative Kritik an dem, wie es ist, verstehst du? Aber verstehst du, was ich sagen will? Oh, warte mal. Gibt es noch jemand? Oh, gibt es noch jemand anders mit Grab, wenn sie das gar nicht ist? Auch eine Frau in der geistigen Welt? Und diese Frau war auch sehr geradlinig, was diesen Bewuchs des Grabes angeht? Oma. Okay, ja. Dieses Grab gibt es noch? Ja. Und zu diesem Grab gehst du auch hin? Manchmal?
Sehr, sehr selten. Aber du pflegst es nicht? Nee, ist eine Platte drauf. Es macht jemand anders, guckt danach? Ist eine Platte drauf. Irgendwas ist mit dem Grab, weißt du, und dass man immer dann, sie, das, was sie am Anfang gezeigt haben, ist, dass man da hingeht und dass sie da alle mit hingehen, okay, und als ob es jemand anders pflegt. So. Und das nicht immer so ist, wie sie sich das wünschen würden. Manchmal würden sie sich mehr Blümchen wünschen, manchmal würden sie sich mehr was weiß ich was wünschen. Verstehst du? So, das war das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Nee, passt. Oma. Okay. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, gepetzt, dass deine Mama im Ruheforst liegt, ja? Ja. Und ich habe das Gefühl, als ob das mit ihr nicht abgesprochen ist. Ist das richtig? Nee, das wollte sie so. War etwas mit diesem Ruheforst nicht abgesprochen? Ich habe gehört, nicht abgesprochen. Aber zu diesem nicht abgesprochen darf ich sagen, es ist in ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt. Vielleicht, was die Feier da anging oder so. Verstehst du? Es muss irgendetwas sein, was du nicht absprechen konntest. Aber sie sagt, das muss die Feier gewesen sein, weil sie sagt, das war ganz berührend. Ja. Und sie sagt, guck mal, ich mache es so. Also es muss Momente gegeben haben, wo du dich ihr sehr nahe gefühlt hast. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du Dinge nicht zu ihr sagen konntest mehr? Ja. Sie sagt, das stimmt nicht, weil du laberst mit ihr jeden Tag. Und sie sagt auch, dass diese Gespräche, die ihr führt, von denen du manchmal denkst, dass du die im, also wie in der Einbahnstraße führst, aber sie antwortet dir darauf. Okay. Aber das Problem ist, deine Oma kennst du auch noch, ne? Ja, ja. Und wenn die, das, was sie mir so aufzeigen, ist, dass wenn die zusammen waren, haben die beide geschnattert. So, und das Problem ist, dass du manchmal nicht auseinanderhalten kannst, wer mit dir redet. Eben. Ja, genau. Aber sie kommen halt auch zu zweit und mehrere. Du hast auch viel Familie da drüben. Und dann musst du dich manchmal nicht wundern, dass du es nicht wirklich für dich mental so deutlich unterscheiden kannst. Aber sie zeigen auf, dass alles, was du gefragt hast, das ist beantwortet. Also jetzt in dieser Zeit oder auch nach ihrem Tod, das ist alles beantwortet. Denen geht's auch gut. Die sind auch zusammen. Die sind auch, ich will jetzt nicht sagen laut, aber irgendwie schon. Ja, also ich glaube, die mischen auch so die Familie und so ein bisschen auf, weil ich habe doch, ich bin ja auch laut, weißt du, ich habe auch eine große und deine Oma nicht so wirklich, deine Mutter schon. Beide. Okay, die Oma. Oma schlimmer als die Mama. Okay. Auf jeden Fall mischen sie so ein bisschen die geistige Welt auf und sie sagen, du sollst dich nicht verbiegen. Und sie sagen auch, bleib so, wie du bist. Du hast das Herz am rechten Fleck und es muss im Moment Menschen um dich herum geben, die es gerne anders hätten. Die Antwort ist, bleib, wie du bist. Gucke nach deinem Herz. Mache das, wofür du brennst und nicht das, was andere von dir erwarten. Sie haben mir jetzt eine 4 gezeigt. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich gerade 4 sehe, aber... Also, gab es für dich eine gravierende Veränderung in den letzten 4 Monaten? Und weißt du was, das fühlt sich so an, als ob du dich mehr so für das Mediale interessierst. Aber nicht in puncto, ich werde morgen Medium, sondern in puncto, ich höre mehr auf meine innere Stimme. Ja, definitiv. Ja. Großes Jubel hier auf der Seite. Weil, also sie mögen ja sein, wie sie sind, aber sie haben nicht wirklich gut auf ihre Stimme gehört. Ja. Und sie sagen, das, was du im Moment machst, hilft uns, mehr zu verstehen, wie wir es hätten machen können. Okay. Du hilfst ihnen in der geistigen Welt. Beide waren krank, beide haben es aber nicht wirklich gezeigt. Ja. Ja. Krank ist auch ein Zeichen dafür gewesen, dass sie viel mit sich selber ausgemacht haben. Und sie möchten, dass du das nicht machst. Und manchmal passiert es auch. Wir hatten das ja heute auch schon mal. Vielleicht liegt es am Vornamen. Ja? Ich darf dir ganz viele Küsse aus der geistigen Welt schicken. Oh Gott. Ich darf dir sagen, sie lieben dich. Oh Gott, danke. Also von deiner Oma soll ich sagen, du darfst ruhig mal bei ihrem Grab wieder vorbeigehen. Feldwebel. Bring ihr irgendeine Blume mit. Und weil weißt du, wenn du dahin latscht, gehen die alle mit dir dahin. Also kannst du vorher mit denen schon gemeinsam eine Blume aussuchen, okay?
Du musst also nicht überlegen, welche du da hinlegst, das können die selber aussuchen. Ich bin wieder bei Stiefmütterchen. Vielleicht irgendwas, was man da hinpflanzen kann, okay? Sei dann noch da.